Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon X nicht, sondern Minecraft Eternity. Und ich bin euer Skelett, was haben wir letzte Folge Minecraft Eternity gemacht? Da haben wir ja versucht, Baby Skelett Boys von diesem Professor Void, oder wie der heißt, zu befreien, Leute. Und das hat jetzt nicht ganz so geil geklappt, weil wir irgendwie so komische Wachen hatten, die mich nicht durchgelassen haben zu ihm. Und so, und Baby Skelett Boys eh ein bisschen komisch aussieht. Aber naja, Leute. Was soll man denn da machen, denke ich mir. So, aber was ich diese Folge machen wollte, Leute. Erstmal zeige ich euch mein Haus. Ich habe von innen ein bisschen weiter gebaut, Leute. Hier habe ich so Holzstreben gemacht, wie in Sparkle und OBS auf rum zu mocken. Habe ich hier ein bisschen Sprucewood eingebaut als Decke. Und ich bin beim Holz in den Wänden noch unentschlossen, ob ich es bei Eiche lasse oder Sprucewood benutze, also Fichte oder Dark Oak, Schwarzeiche, ja. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr für ein Holz hier nehmen würdet, was ein guter Kontrast ist. Bei mir fällt einfach gar kein Holzkontrast ein, der gut passt. Und was ist los, Leute? Minecraft laggt ein bisschen und da kommt noch OBS die ganze Zeit irgendwelche kurzen Standbilder dazu. Geil, Leute. Eternity ist heute wieder fresh unterwegs. Und wo habe ich ein Level abbekommen, Leute? Läuft. Mit den Leveln läuft's. Kann man so hinnehmen, Leute. Aber was ich diese Folge machen wollte, wir haben ja letztens ein bisschen was mit dieser Arcan-Infusion gearbeitet. Und mir ist eingefallen, dass der Jute Vox ja so ein Altar hat. Also müssen wir den nicht bauen. Und dann habe ich Materialien hier, um diese Blend Advanced Focus zu machen, um bessere Zauber zu machen, Leute. Und ich habe mir schon mal hier alles vorbereitet. Guckt, Leute, ich bin wie immer Zauber vorbereitet. Ich bin wie immer gut. Ich bin wie immer gut, Leute. Hier. Und warum sind hier Monster? Ich will gerade kein Monster, Leute. Ich habe gerade keinen Bock auf Kämpfe. Ey, Leute, ei. Warum gibt es Tage, an denen Eternity flüssig läuft und dann gibt es solche Tage wie heute? Wieder alles laggt und so, Leute. Super. Da habe ich wieder laggige Videos für euch. Geil. Geil, einfach nur geil, Leute. Geil. Oh, jetzt kannst du mal aufhören. Okay, Leute. Versuche das zu fixen. So, Leute, ich hoffe, jetzt läuft es besser und wir müssen in die Richtung. Ah, da ist der Turm, Leute. Dieser Baum, den ich suche. Und es läuft doch nicht besser. Ich entschuldige mich, dass es ab und zu laggt. Ich kann dafür nichts. Ich weiß selbst nicht, woran es liegt. Aber war nicht. Ah, Leute, da sieht man schon. Ich habe mich noch gut erinnert, Leute. Hier haben wir diesen komischen Altar, den wir brauchen. Hier, die Gläser können weg. Muss irgendwie das alles immer parallel halten. Also, wenn da ein Elixier oder so hinkommt, kommt hier auch eins. So, gut. Was müssen wir da machen, Leute? Wie, oder wo müssen die ganzen Sachen hin? So, in die Mitte kommt eine. Ist das das Einzige, was ich vergessen habe? Blank Laser Fokus. Müssen wir gleich gucken, ob wir den craften können. So, Dia in. Zack. Also. Ist dieser Altar überhaupt richtig gebaut? Boah, kann sein, Leute. Hier. Irgendwie so passt das schon, würde ich sagen. Guckt. Irgendwie so. Ich glaube, es ist eh nicht ganz so wichtig, wie die Sachen angeordnet sind. Lasst uns zu Hause gucken, ob wir noch eine Blank Laser Fokus haben. So, haben wir hier noch eine Blank Laser. Oh, wir haben sogar noch einen. Geil, ach, ich habe sogar ein Warpage Red Box. Oh, ich bin mal wieder schlau unterwegs, Leute.
ich bin wieder mal Intelligenzbestie. So, och, wo war das? Hier war das, oder? Ja. Gut, Leute, ich kenne mittlerweile Vox sein Haus. OBS, hallo. Ich hasse es, Leute. So, ich hoffe, jetzt läuft. Und um es irgendwie zu aktivieren, müssen wir jetzt den... Ups, das war jetzt nicht der Plan. Aber Leute, es fängt an. Ich hoffe, es funktioniert, Leute. Funktioniert's irgendwie? The Hunt for Blood has begun. Die Jagd für Blut hat begonnen. Muss ich jetzt den irgendwie... Ah, jetzt, Leute. Jetzt. Guckt. Guckt, gönnt es euch. Gönnt es euch. Guckt. Hier werden irgendwie die ganzen Sachen, die gebraucht werden, rausgezogen. Hä? Ich hab da doch genug. Ich hab da 15 Stück reingemacht. Aua. Bin ich jetzt ernsthaft geschockt, weil ich nicht genug von diesem Zauberstab hab? Wollt ihr mich? Leute. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Meine Materialien. Weg damit. Weg damit. Nein, die Enderperle. Nein, zack. Gut, Leute. Dann machen wir das doch ein anderen Mal. Ein anderes Mal. Ist ja nicht mein Haus. Ist ja nicht mein Haus, das jetzt so schmutzig ist. Was heißt jetzt? Flux. Was ist denn das, Alter? Okay, Leute. Ja, gut. Das hat jetzt nicht ganz so geil geklappt. Aber naja, Leute. Aber naja. Ist eigentlich gar nicht die Sache, die ich diese Folge machen wollte. Weil wir hatten das Problem, oder wir haben nicht das Problem, Leute. Wir waren ja vor ein paar Folgen bei Linda. Und sie meinte, es dauert noch ein bisschen, bis wir ein paar Autos bekommen. Und die Zeit müssen wir ein bisschen überbrücken. Ja, habe ich mal geguckt, wie teuer die Autos sind und habe mal ausgerechnet, wie viel Zeit ich so habe. Was kam raus? Ich habe nicht genug. Was bedeutet das für uns? Wir müssen Zenite sammeln. Guckt, Leute. Da wir uns morphen können, können wir uns einfach in einen Geist zum Beispiel morphen. Was bist du für ein Wesen? Guckt. Und dann können wir bei unserem guten alten Freund, der uns immer abzockt, namens Lato, einfach entspannt einbrechen. Oder was meint ihr, Leute? So habe ich es jetzt gedacht, geplant. Und dachte mir, das ist eine gute Idee. Wir brauchen jetzt irgendwie so einen Geist. Ja. Ghost, Ancient oder einfach nur Ghost. Okay, Leute, ich würde sagen, ich bleibe auf diesem Wesen. Ob das von der... Okay, Leute, müssen wir... Okay, nein, wir nehmen doch den anderen Geist. Weil größtechnisch, falls er irgendwo in kleinen Orten das versteckt hat... Müssen wir ja halbwegs normal sein. Und was sind das für Bäume? Standen die ja schon immer? Okay, ja, moin. Wo ist mein... Alter, ich dachte ja gerade schon. Mein Schwert ist weg. So, Leute. Das Lato also sagte hier. So, wo... Wenn ich Lato wäre. Wo würde ich meine Kammer verstecken? Wo ich mein Cash habe? Der hat sehr viel Cash, weil er immer abzockt. In Sparkle, da hat er ja unter seinem Pult eine Falltür. Ja, das Problem ist, hier hat er keine Falltür, hier hat er nur einen Boden. Ich würde vielleicht hier unter so einem Zenite-Block so einen Durchgang verstecken. Anscheinend ist hier nichts. Geil, Leute. Oh, Leute, was wisst ihr, was wir machen können? Fällt nicht auf. Und naja, ich würde... Okay, Leute. Ja gut. Es kann auch sein, dass er irgendwo eine
Struktur-Ding gedöns hat, Leute. So. Eine andere Variante wäre hier irgendwo im Boden, Leute. Was? Hier. Mit diesem Holzstamm. Ja, moin, Leute. Wartet. Damit es nicht so auffällt. Hier. Ich habe gedacht irgendwie, dass das irgendwo anders im Boden ist. Aber hier ist irgendwie eine Art Fahrstuhl. Was? Okay, der hat eine kleine Goldkammer mit Parzenite-Blöcken. Oh, ich wollte eigentlich nur in diese Truhe gucken, weil da nichts war. Und da ist einfach... Okay, Leute. Was haben wir hier? Was haben wir da? Ja, Leute. Ja, gut. Wie viel Platz? Ei. Wartet, Leute. Wartet. Wartet. Ich habe zu Hause noch einen weiteren Backpack. So, zwei. Dann machen wir einfach auf Ehre, Leute. Und kaufen mit seinem eigenen Zenit seine, wie heißt's? Pakete. Was geht's? Slado, die Mado, die Dado, mein alter Freund. Ja, ich brauche mal wieder ein paar Boxen. Ja, du weißt, wie das Leben ist, ne? Okay, Leute. Okay, hier. Zack, zack. Ich war hier niemals, das war ein Geist. So, Leute, schnell hier runter. So, jetzt haben wir hier einmal... hier, wo nichts drin ist. Ich würde sagen, machen den Move. Wir bauen die Truhe ab und guckt, Leute. Guckt, wie viel hier reingeht, Alter. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben fürs Erste genug Zenite. Alter, ich wollte schon sagen, wo meine andere Zenite-Box ist. Ich habe schon leichten, wo die Box hin ist. So leichten Herzkasper bekommen. So, Dia-Blöcke. Ja. Hier, Leute. Ein paar entspannte Dia-Blöcke können wir einpacken. Ja. Hier Goldblöcke. So. Da freut der gute Slato sich, ne? So. Man weiß ja nie, wenn man so Dia braucht. So, und wehe, da sind Fingerabdrücke. Wehe, hier irgendwo kann man Fingerabdrücke kriegen. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Aber Leute, ich glaube, das kriegen wir auch entspannt hin. Weil ich glaube, wir können auch entspannt so die Polizei ein bisschen bestechen. Hier nicht mehr vor allen Cases mal so ein paar mit. Ja, Leute, glaubt ihr, ja, das reicht. So, jetzt kommen wir zu den Premium Cases hier. Nicht mehr nur die. Ups, da habe ich die schon geöffnet. Ja gut, ich sollte mir merken, die Cases nicht mehr Morphs zu öffnen. Weil sonst verschwinden die. Leute, wenn Slato bald nichts mehr verkaufen kann, wissen wir warum. Oder sein Laden pleite geht. Ja, moin. Wir kaufen ihn einfach so lange. Guckt, Leute, wir sind ein bisschen sozial. Wir lassen etwas noch übrig. Ein bisschen was. Ein bisschen was kann er behalten. Weil wir sozial sind. Zack, guckt hier. So, war doch ein guter Diebstahl, ne? Leute, ich hoffe, wir haben keine Spuren hinterlassen. Aber naja, Leute, ich würde sagen, wir können uns jetzt alles kaufen, was es gibt. Von Cases bis Waffen über. Wir haben genug, Leute. Und wollt ihr, dass ich mal in den nächsten Folgen Unboxing mache? Könnte ich gerne machen, Leute. Ich habe jetzt genug Cases zum Unboxen.
Aber ich würde sagen, das wäre es mit der Folge. Wenn es gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonnieren und sonst nicht. Ciao, Leute.